Ja, einen wunderschönen. Hört ihr mich alle? Sind wir auf Sendung? Schätze mal, ja. Einen wunderschönen guten Samstagabend euch allen. Jetzt schaue ich mal gerade hier in die Runde, wer schon da ist. Ja, es tummelt sich langsam, füllt sich das hier schon auf. Jetzt kriege ich hier angezeigt, die Internetbandbreite ist zu gering. Okay. Wir nehmen das einfach mal so zur Kenntnis, bringt uns nicht aus der Fassung. Ja, ich vergesse es heute nicht zu erwähnen. Wer natürlich vergangene Interviews verpasst hat, der kann die nachsehen und zwar auf randersblaze.art. Da gibt es auch schöne Musik. Schaut einfach mal rein. Kann nichts schaden. Wir haben heute Abend ja wieder einen sehr netten Kollegen zu Gast. Und ja, das wird äußerst spannend heute. Und er war ja schon nicht so ganz einverstanden damit, dass ich ja so seine Indienreise hier so ein bisschen als Headline verpackt habe heute. Weil mit Esoterik hat er eigentlich nicht so viel zu tun. Und ich kenne ihn eigentlich auch so als pragmatischen Realisten. Aber es war eine schöne Verbindung, weil ja, der Lockdown hat so ein bisschen was von Ashram. Das ist heute ein Thema, über das wir uns unterhalten werden. Ja, und nach dieser Indienreise hat so eine richtig kreative Phase bei ihm begonnen, weil er hat ja, kurz darauf eine CD mit Eigenkompositionen veröffentlicht und hat diese CD halt komplett selbst auch produziert. Und wir reden natürlich über seine zahlreichen Bandprojekte, über seine Zeit als Drummer bei Klaus Lage. Und ja, Dieter geht es im Moment nicht anders wie allen anderen Musikern. Und schauen wir mal, was es zu erzählen gibt. Hier ist er, Dieter Steinmann. Servus, Dieter. Hallo, grüezi. Und bist du gut drauf? Jawohl. Jawohl. Bei Ich dem hoffe, wir schönen hören Wetter draußen. alles. Super Wetter gewesen heute, gell? Ja, absolut stark. Das ja, kann eigentlich nur noch besser werden. Irgendwie, wir haben ein wunderschönes Wochenende wahrscheinlich vor uns. Und ja, das werden wir jetzt so ein bisschen einläuten, glaube ich, mit sehr interessanten Gespräch. Dieter, ich freue mich total, dass du hier bist, weil uns verbindet ja auch schon so einige Jahre Zusammenarbeit. Ich weiß gar nicht, Ja. wie viel sind am Ende, aber es sind ein paar Jährchen, die wir uns jetzt kennen, oder? Stimmt. Ja, ich glaube so 10 Jahre oder so, dass man sich immer mal wieder über den Weg läuft. Ja, nee, das kommt hin. Dieter, ich würde das ganz einfach mal so einstarten wollen, unser Gespräch. Und zwar, ja, so eine aufregende Musiklaufbahn beginnt ja immer irgendwo in Kindheit und Jugend, wo man irgendwo sein Instrument entdeckt. Und wir hatten uns ja auch so ein bisschen unterhalten. Darüber, ja, dass wir so ähnlich gestartet sind mit einer rein klassischen Ausbildung. Und ja, es gab natürlich auch eine Zeit vor dieser klassischen Ausbildung noch, wo man das erste Mal so mit dem Instrument in Berührung gekommen ist. Wie war das bei dir? Hast du erst mal auf Töpfen probiert oder gab es da gleich ein Schlagzeug? Erzähl mal. Ja, erstmal auf Töpfen, also das ist die klassische Laufbahn sozusagen. Und wie ich jetzt auf Schlagzeug gekommen bin, weiß ich auch nicht genau. Also wir waren früher mit der Familie immer in der Schweiz in einem Sporthotel und da hat eine Band gespielt und ich habe halt irgendwie im Alter von 8 oder 9 Jahren immer zu auf den Schlagzeuger geguckt. Also das haben mir meine Eltern erzählt und war halt komplett fasziniert und na, dann haben sich meine Eltern gedacht, dann kaufen wir dem Buben ein Schlagzeug und dann kann er mal ein bisschen da im Keller ein bisschen Krach machen. Und so ging das los. Und dann haben wir irgendwann das Leute gehört beim Vorbeigehen, also andere Musiker, die haben dann geklingelt bei meinen Eltern und haben gesagt, hier, wir suchen eine Band, wir suchen Schlagzeuger für unsere Band. Wer trommelt denn da? Den können wir vielleicht gebrauchen und so. Und so ging das los, kam eins zum anderen. Dann habe ich halt in verschiedenen Bands gespielt. Und ja, Gab es so bei euch so in der kam. Schule so die typische Schülerband oder?
Nee, überhaupt nicht. Also Schule war für mich ganz, ganz anderes Thema und also diese Bandgeschichten, die haben dann in der Freizeit stattgefunden. Ja, das hatte mit der Schule eigentlich nichts zu tun. Ich wüsste auch nicht, dass da eine Schulband gab oder sowas. Das Okay, und wie bist du dann ja zu den ersten Unterrichtserfahrungen gekommen? Wo hast du angefangen, richtig Schlagzeug zu lernen dann? Naja, gut, das ist so gewesen, dass ich in der nordhessischen Provinz aufgewachsen bin und da überhaupt keinen Schlagzeuglehrer gefunden habe. Mir eigentlich alles am Anfang selbst beigebracht habe. Ja, und ich eigentlich gelernt habe durch Spielen in Bands. Und dann habe ich auch zu CDs gespielt und so und mir da Sachen rausgehört und ohne jegliche Anleitung. Das hat dann irgendwie funktioniert. Aus wundersamen Gründen. Und ja, dann irgendwann habe ich mich Richtung Frankfurt orientiert und da dann praktisch den ersten Unterricht erhalten und mich dann auch auf die Musikhochschule damals vorbereiten lassen und von verschiedenen Lehrern. Und dann eben, nachdem sich also in meiner Jugendzeit dann so erst Erfolge eingestellt haben und ich dann mir immer mehr Fertigkeiten angeeignet habe, habe ich dann eben auch den Wunsch entwickelt, Musik zu studieren oder das eben zum Beruf zu machen. Ja. Ja, wir haben uns ja schon so ein bisschen unterhalten. Also gerade was so die Ausbildung so in der Zeit angeht, du bist 1, 2, 3 Jahre älter. Aber so im Prinzip sage ich jetzt mal, wann war das ungefähr gewesen? Es hat eigentlich erst Mitte 90er ging das ja erst los mit diesen ganzen privaten Musikschulen, ne? Also ich sage jetzt mal ganz grob, zu unserer Zeit gab es eigentlich klassischen Unterricht. Fertig, ne? Das Ja. war bei dir auch nicht anders. Ja. Und du hast dann auch quasi gestartet und bist ja eigentlich auch Diplom-Orchester-Schlagzeuger, nennt sich das. Ja, ich Und glaube irgendwann, ja. ja, und ja, das war damals so. Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Also, wenn man da auf die Suche gegangen ist, ja, nach einer ganz bestimmten Musikrichtung, da gab es einfach keine Angebote, ne? Es hieß eigentlich nur, es gibt eine klassische Ausbildung und du kannst ja danach machen, was du möchtest, aber da gab es keine Ausbildungsmöglichkeiten, ne? Also wenn ich heute sehe, da die Pop in Mannheim zum Beispiel oder hier Frankfurt, FMW ist ja so eigentlich ein Begriff, das kam dann alles erst viel, viel später und ich habe ja so die Erfahrung gemacht, dass auch die Lehrer selbst nicht nur die Möglichkeit hatten, was anderes wie Klassik zu unterrichten, sondern die hatten auch gar keine große Lust drauf, da Flexibilität an den Tag zu legen. Wie waren so deine Ja. ersten Erfahrungen mit Schlagzeugunterricht? Hast du da auch immer mal gesagt, hier, ich würde mal gern dies und das spielen, läuft gerade im Radio und dann nö. Ja, das ja, Das kenne mein ich halt noch, ne? erster Also dieses Nö. ja, mein erster Lehrer war halt ein älterer Herr, der halt klassisches Schlagwerk gelernt hat. Denn, gelehrt hat, so wollte ich sagen, klassisches Schlagwerk. Kleine Trommel, Mallets, Xylophon, Vibraphon, Pauken und so weiter. Und das brauchte man ja auch damals, um die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule zu absolvieren. Also da musste man das klassische Schlagwerk, also das Drumset aus der Rock- und Popmusik, das war ja überhaupt nicht gefragt für das Studium. Und darum ging es auch beim Unterricht überhaupt nicht. Also ich habe dann halt, als ich nach Frankfurt gezogen bin, viele Drummer natürlich kennengelernt und wir haben uns untereinander ausgetauscht und der eine hat gesagt, hier, ich habe hier das Buch von Agostini oder was damals halt angesagt war. Und da haben wir uns ausgetauscht und Übungen ausgetauscht und aber unsere Lehrer damals, die haben nur Klassik gemacht. Und das war auch, die haben das auch gar nicht gern gesehen, wenn wir dann mit unseren Bands unterwegs waren und so. Ne? Da hieß es immer hier,
der macht Jazz, was weiß ich, Aber du hast schon das Jazz gespielt zu der Zeit, also so völlig im andere Zeit Geheimen. lang. Ja, also das für die Lehrer war Jazz halt, war halt U-Musik sozusagen. Ja. Jazz, Rock, Funk, das wurde gar nicht so thematisiert. Also das hieß halt nur, der macht halt U-Musik und soll aber hier eigentlich Klassik lernen. Und ich meine, da ist ja nichts gegen zu sagen. Es war halt eine völlig andere Zeit und man konnte halt hier in Deutschland nicht, also in den Anfang der 80er Jahre, wo ich studiert habe, konnte man halt nicht Rock-Schlagzeug oder Jazz-Schlagzeug studieren. Das war nicht möglich. Also ich weiß noch, ich habe dann im Laufe meines Musikstudiums, habe ich dann mir in Graz die Musikhochschule angeguckt. Ich bin dann mit dem Zug nach Graz gefahren. Und habe dann, da war es schon so, dass man Jazz studieren konnte, aber man musste halt vorher erst 6 Semester klassisches Schlagzeug studieren und dann wurde man zum Jazzstudium überhaupt erst zugelassen. Und das war für mich ich hab auch zu der Zeit schon Geld verdient mit Musik und habe dann gedacht, ich will jetzt nicht nach Graz gehen und da irgendwie ein paar Jahre in Graz verbringen und dann wieder zurück nach Frankfurt und da sind die ganzen Kontakte und die ganzen Gigs, die sind dann weg. Und da hatte ich einfach keine Lust zu. Da habe ich halt das Studium durchgezogen in Frankfurt, das Klassikstudium. Ja, also ich bin schon da auch dankbar dafür. Ich hatte auch dann ein paar ganz gute Lehrer gehabt und Das ist der Punkt, ja, den muss man dann natürlich auch immer sehen, ja. Also was mir jetzt gerade aufpoppt, so eine Frage, also Klavier ist ja jetzt eher so doch schon ein Soloinstrument, Schlagzeug nicht unbedingt. Damals gab es ja noch kein YouTube oder irgendwelche Playbacks oder sowas. Wie sah denn da der Unterricht aus? Würde mich mal total interessieren. Was habt ihr da gespielt? Also wenn du Orchesterliteratur oder sowas vorbereitet hast, musste das ja immer so im abstrahierten Verfahren sein, dass du dir irgendwie so den Rest vorstellen musstest, oder wie lief das? ja gut, man konnte sich natürlich die CDs anhören, aber ja, es gab einen gewissen Lehrplan gewisse Richtlinie waren halt die Probespiele, die man dann bei Orchestern absolvieren sollte oder konnte nach dem Musikstudium, um dann eben eine Stelle im Orchester zu kriegen. Das ist das Standardrepertoire und dann natürlich das Solo-Repertoire, was sich dann im Laufe der Jahre natürlich bis heute noch weiterentwickelt hat und wo es halt echt unheimlich interessante Sachen gibt. Das musste man natürlich auch machen, solistisches Repertoire mit verschiedenen Setups, klassischen Schlagzeug-Setups und so weiter und so fort. Ja, und beim Examen musste man natürlich ein gewisses Soloprogramm dann abliefern, Schlagzeugkonzert, Paukenkonzert und die ganzen Orchesterstellen, die es halt gab und so weiter. Ja, hochspannend. Ja, und ja, dann war es irgendwie soweit, das Studium war zu Ende. Und ja, du hast ja eigentlich sehr bewegt durch alle Stilrichtungen dich hindurchgegroovt im Laufe der Jahre. Ja. Als Drummer bei Klaus Lage und Six Was Nine und vielleicht erzählst du ganz einfach mal, weil das bestimmt ganz viele interessiert. Es kommt ja so der Moment, wo dann mal irgendwie eine Anfrage kommt von so einem größeren Projekt. Wie kommt man dazu? Ist da jemand irgendwie auf dich zugekommen? Hast du dich irgendwie beworben, auf eine Ausschreibung reagiert? Wie ist das alles entstanden? Was war so das erste große Highlight? Naja, irgendwann geht das halt Schlag auf Schlag. Ja, also wenn man sich sozusagen, wie man so schön sagt, einen gewissen Namen dann gemacht hat. Also angefangen hat es eigentlich noch, als ich noch Musik studiert habe. Da ging das los mit der Frankfurt City Blues Band damals. Ja, in Frankfurt. Frankfurt ist ja jetzt nicht so groß wie, was weiß ich, New York oder
LA oder sowas, da spricht sich natürlich rum, dann hat sich das umgesprochen, ja gut, da ist so ein junger Typ, der kann ganz gut spielen und irgendwann kam ich halt in die Frankfurt City Blues Band. Die haben halt zu der Zeit wirklich 120 Gigs im Jahr gehabt und da konnte ich praktisch damals von leben, ja. Und dann habe ich halt noch mein Examen gemacht an der Musikhochschule und habe dann halt angefangen als Profi durch halt quasi durch diese Frankfurt City Blues Band damals. Und dann ja, habe ich irgendwann, ich habe ja dann auch mit Frankfurter Studiomusikern zusammengespielt, mit so einer Band Jojo, das war damals mit Lothar Grell und Robin Musenbichler und George Liszt und Rocco Kohlmeier und so, das war ja diese Band Jojo. So ging es dann weiter und irgendwann habe ich mal erfahren, dass bei Klaus Lage eine Audition stattfindet, dass dann da Drummer ausgecheckt werden und da habe ich dann ein Band hingeschickt, eine Kassette oder weiß nicht mehr, Kassette, glaube ich. Wahrscheinlich Und Kassetten. ja, und dann habe ich halt da vorgespielt und das dann haben die Musiker gesagt, super hier, klasse, dich nehmen wir. Und dann habe ich halt 10 Jahre in der Klaus-Lage-Band gespielt. Ja, das ist eine riesenlange Zeit. Du hast ja Tourneen gespielt, du bist auf etlichen CDs quasi zu hören. Ja. Um einfach mal da zu bleiben, wie ist so ja, das Leben in so einer Band jetzt im Vergleich zu dem, was vorher war? Das war wahrscheinlich nicht mehr so ruhig, das Leben. Kann man vorstellen, dass das dann schon irgendwie ein ganz anderer Tagesablauf war, mit dem man dann plötzlich konfrontiert war. Wie hast du das aufgenommen? Wie ging es dir damit? Positiv oder war dir das dann eher zu viel? Nee, ich war natürlich froh, weil das war eigentlich immer das, was ich wollte, ja. Mit der Band auf Tour gehen und sagen, also Klaus Lage war auch schon sehr einzigartig in diesem Musikgeschäft, weil er war unheimlich loyal, ja. Der hat gesagt, also ich will bei Fernsehauftritten und im Studio und live möchte ich die gleichen Leute dabei haben, ja. Und das war, wir waren wie eine Familie. Das war schon also echt eine dufte Zeit. Ja. Also das habe ich auch in der Form später nie wieder so erlebt. Ja. Da gab es halt dann mit anderen Leuten, mit denen ich zusammengespielt habe, die haben dann gesagt, okay, die Plattenfirma hat entschieden, im Studio spielt Kurt Kress oder was weiß ich, oder Paul Leim oder Vinnie Colaiuta oder was weiß ich. Du kannst halt in der Live-Band mitspielen. Ja. Und das war halt bei Klaus Lage nicht so. Ja, er hat also immer Wert drauf gelegt. Also wenn ich mir vorstelle, das war 10 Jahre die gleiche Truppe damals und auch mit Crew und Busfahrer und Truckfahrer und Roadies und das war wirklich exakt die gleiche Konstellation über 10 Jahre und das ist, glaube ich, heute kaum noch denkbar. Und hat natürlich Freundschaft entwickelt und das Tourneeleben war natürlich auch klasse, wobei ich muss sagen, also wir haben dann teilweise 3 Monate Tour gespielt, 60 Gigs oder mehr als 60 Gigs am Stück und dann kamst du nach Hause und hast natürlich gedacht, so, wie geht es denn jetzt weiter? Und macht er jetzt nächstes Jahr wieder eine Tour oder macht er vielleicht Pause oder hört er auf oder das ist halt so ein bisschen die Schattenseite bei dem Ganzen, wenn du halt als Sideman arbeitest, du weißt halt nicht, was fällt dem Bandleader jetzt ein oder was macht der nächstes Jahr oder sagt er vielleicht, ich mache jetzt Pause oder so. Und so war es ja auch irgendwann dann. Sagt, Ja, jetzt das ist mache ich ja Pause. was jetzt vielen, die jetzt so, ich sag jetzt mal, in Gänsefüßchen einen normalen Job halt haben, woran da wahrscheinlich die wenigsten denken, dass es ja halt nie irgendwie so eine Angelegenheit mit Arbeitsvertrag ist, wo du da irgendwie auf Jahre irgendwie sicher im Sattel sitzt, sondern ja, das Ja. Musikbusiness ist halt wirklich projektbezogen und nicht unbedingt auf Langfristigkeit ausgelegt. Ja. Es kann natürlich im optimalen Fall dann so laufen wie Ja. hier. Also das ist bestimmt auch eine Ausnahmeerscheinung, weil
über so lange Zeit in der Band und auch in derselben Besetzung. Also es gibt zahllose Gegenbeispiele, wo halt die Musiker dann auch stellenweise während der Tour noch ausgewechselt werden, weil ganz einfach irgendwie die Stimmung irgendwie entsprechend ist. Ja, also das muss man schon sagen, also das ist zu würdigen. Und ja, ich meine jetzt so, um so ein bisschen reinzutauchen, um sich so ein bisschen reinzufühlen, es ist natürlich der Traum eines jeden Musiker, halt so wirklich voll integriert zu sein in so ein Bandprojekt, Touren mitzuspielen, CD-Aufnahmen im Studio zu machen und halt ja, wie so eine Familie halt mit seinen Kollegen da zusammen zu sein. Aber jetzt nochmal drauf zurückzukommen, es ist ja regelmäßig eigentlich so gewesen, über große Strecken, dass nach dem Gig eigentlich schon wieder vor dem Gig gewesen ist. Also so ein Tourleben sieht ja schon so aus, dass das Schlag auf Schlag geht, ja, weil Pausen wird einen so komplett aus dem Rhythmus bringen. Ist ja immer eigentlich so angelegt, dass Termin an Termin dann irgendwie kommt über eine längere Zeit und dann ist wieder mal so ein klein bisschen Break. Was macht das denn jetzt so konditionsmäßig mit einem? Also über lange Strecke ist es bestimmt sehr anstrengend und man sehnt sich wahrscheinlich wieder irgendwie nach seiner ruhigen Bude irgendwann, oder? Ja, also sagen wir mal, konditionell habe ich da in der Hinsicht noch nie Probleme gehabt. Aber das war ja auch so, dass man alles fokussiert hat auf 2 Stunden am Abend, wo gespielt wurde. Ich musste da nichts aufbauen und nichts abbauen und nicht selber fahren und was weiß ich. Also das lernt man ja im Laufe der Zeit, also den ganzen Fokus der Energie auf den Abend zu legen. Und was sind 2 Stunden? Du weißt ja, wie es im Gala-Geschäft ist. Ja. Da haben wir ja teilweise, was weiß ich, 6, 7 Stunden gespielt. Ja. Und das war, und dann noch selber auf und abgebaut. Das ist ja was völlig anderes. Und Klaus Lage war ja jetzt kein Rammstein oder Slayer oder was weiß ich, wo du halt am Ja, nee, klar. absoluten Also ich Leistungsgrenze habe jetzt spielst. viel mehr irgendwie so diese die bestimmt langen Fahrten von einem Veranstaltungsort zum anderen gemeint, dass man halt sehr viel halt irgendwie im Tourbus oder wie auch immer gefahren seid, verbringt, dass man halt sehr viel auf der Straße ist, sehr viel in Hotels lebt und auch wenn das am Anfang sicher recht aufregend ist, kann ich mir vorstellen, so über lange Strecke geht das sicher doch irgendwie an die Substanz und man möchte dann vielleicht wieder so ein bisschen in so ein ganz normales, ruhiges Leben eintauchen. Ja, also das ist, glaube ich, sehr stark abhängig von den Leuten, mit denen man da tagtäglich zusammen ist. Also wie gesagt, wir haben uns damals in dieser Band super verstanden und da gab es auch keine Querelen oder ich glaube, es ist viel schwieriger, jetzt, wenn man jetzt so ein, sagen wir, international tourt, wie also ich habe mich mal mit Jack Bruno damals unterhalten, der bei Tina Turner und Elton John und Joe Cocker gespielt hat. Den habe ich kennengelernt, als wir mit 6ix9ine als Vorgruppe von Joe Cocker gespielt haben. Und da hat er gesagt, I was not at home for 2 years. Hat er gesagt, er Ja. war 2 Jahre nicht zu Hause. Der ist dann Joe Cocker Tour gespielt, weltweit. Und dann kam halt die Tina Turner Tour, auch weltweit. Und Flugzeug rein, Flugzeug raus. Ich meine, das ist natürlich schon extrem. Das ist aber auch eine extrem lange Zeit, ne? Das hat man auch nicht jetzt so oft. Ja, Oder also doch? Klaus Lage war jetzt ein deutscher, nationaler Act. Das hat sich ja alles innerhalb Deutschlands abgespielt. Und von daher, also wie gesagt, wenn man sich mit den Leuten gut versteht, ja, man freut sich ja immer aufeinander und dann morgens beim Frühstück, da werden schon die Jokes gemacht und abends dann, gut, da wurden natürlich auch die ein oder andere Party dann mal gefeiert an Off-Days und so und das war eigentlich immer super und ich meine, in dem jüngeren Alter ist natürlich auch so, dass man natürlich auch gern unterwegs ist und dann siehst du
siehst du was von der Welt so ungefähr. Das macht auch, also mir hat das unheimlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Super, also es könnte ich ja stundenlang plaudern. Wie alt warst du da so? Wann hat sich das so abgespielt, dass man so mal einen Eindruck bekommt von der ganzen chronischen Reihenfolge? Also bei Klaus Lage, da war ich Ende 20, so bis Ende 30 habe ich da gespielt, ja. Okay. Dann, wie gesagt, da draußen sind dann andere Sachen gefolgt, weil ich habe dann auch mit Wolf Maahn gespielt und so, und das hat sich natürlich daraus ergeben, weil der hat mich dann natürlich auch ein paar Mal gesehen und hat gesagt, gut, den möchte ich halt als Drummer dann haben, und dann ja, so ging das halt mit dem Sehen und gesehen werden sozusagen, ja. Und das kommt da eins zum anderen dann Ja, sozusagen. das ist super spannend. Six Was Nine, kann ich mich noch erinnern, habe ich das erste Mal gesehen auf dem Museumsuferfest in Frankfurt. Ah. Ja. Wie war da so die Zeit? Also ich nehme an, das ist auch in demselben Fahrwasser, man hat ganz einfach voneinander gehört. Und wie bist du da so reingerutscht? Das war auch über eine Audition. Also das war so, dass ich mit P. Werner auf Tour war, und da hat ich glaube, das war die Susanne Vogel, die hat damals mitgespielt, da Bass. Und die hat mich, glaube ich, mit irgendjemandem bekannt gemacht, mit dem Adax Dörsam, sowas, der Gitarrist. Der hat mich dann mit dem Six Was Nine Clan bekannt gemacht. Und da, ja. Also eigentlich ist ja der Originaldrummer der Tommy Baldu gewesen von Six Was Nine. Und ich habe ja dann da nur circa ein Jahr mitgespielt, als sie so ein Comeback gemacht haben, Six Was Nine. Ja, die Originalbesetzung war ja Tommy Baldu, und ich weiß jetzt nicht, wer da noch alles mitgespielt hat. Und ich habe dann halt bei diesem Comeback-Reunion sozusagen, weiß auch nicht, warum der Tommy Baldu da nicht mitgespielt hat. Vielleicht konnte er nicht oder keine Zeit oder keine Lust. Das weiß ich alles nicht. Also die haben mich dann nur gefragt, und ob ich da eine Tour spielen könnte und so weiter. Und dann hat auch riesen Spaß gemacht. Ja, auch tolle Zeit. Ja, super. Ja, und Aufregende Geschichten. die hatten dann auch wieder einen Plattendeal bekommen, ne, und hatten dann aber wie das halt so ist, dann ein Jahr später haben sich dann doch auch wieder aufgelöst, ja, weil es irgendwie nicht weiterging, und die Platte hat wohl auch nicht so Erfolg gehabt, wie man, das war ja damals so bei großen Plattenfirmen, ja, wenn dann ein Album nicht gezündet hat, dann haben die Acts einfach wieder fallen lassen, ne. Nicht wie das heute ist, aber dann gesagt, Verkaufszahlen so und so, Ding, 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 hat das jetzt noch Sinn? Nein, machen wir nichts mehr, investieren wir nichts mehr rein, und Ja, heute haben wir noch ein anderes Problem. Heute gibt es kaum mehr Plattenfirmen. ja. Also ich meine, es ist unheimlich toll, über die alten Zeiten zu plaudern, aber im Moment sind wir ja, das ist ja wirklich ein Drama, ja, dass man als Musiker nicht mehr arbeiten darf, ja, das ist jetzt. Also ich merke gerade, wie super das alles war und so, und dass sich halt die Zeiten jetzt komplett vollkommen geändert haben, gell? Also da sind ja alle von betroffen, du ja auch, und es ist einfach ein Drama. Was würdest du sagen, wie sich die Zeiten geändert haben, wenn man jetzt mal so unser Lieblingsthema ein bisschen ausklammert? Weil ich bemerke auch, dass ohne die ganzen Schwierigkeiten im Moment ja die Zeiten nicht mehr so gewesen sind, schon lange nicht mehr, wie das vielleicht irgendwie in den 80ern oder in den 90ern war. Ja, inwiefern sich das dann geändert hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Es ist ja immer so, heute wie damals, es gab halt erfolgreiche Zeiten von Bands oder erfolgreiche Acts und weniger erfolgreiche Acts. Und also ich habe halt für mich immer geguckt, dass ich halt meinen Lebensunterhalt mit Musik verdienen kann, und ob das nur mit dem ist oder mit
jemand anderem, das war für mich dann zweitrangig. Also jetzt vorausgesetzt, dass die Leute natürlich okay waren also ich habe eigentlich nie mit absoluten, sagen wir mal, unguten Menschen zusammengespielt. Also ich habe da auch immer ein bisschen drauf geachtet, dass die menschliche Komponente stimmt, ja, und dass man da auch Freude miteinander hat beim Musikmachen und Ja, nee, das ist sehr wichtig. Das ist so, ich würde sagen, das ist die wichtigste Komponente jetzt auch nochmal ganz unabhängig von musikalischen Dingen oder organisatorischen Dingen, dass einfach erstmal die Chemie in der Band oder im Ensemble, wenn es jetzt was Größeres ist, da überhaupt erstmal spielen muss. Dieter, jetzt wollen wir ja die Zuschauer nicht noch länger hinhalten. Jetzt haben wir hier schon so einen tollen Titel für unser Interview heute auserkoren. Es gab eine Zeit vor so circa 10 Jahren, da bist du ja mehr oder weniger an eine Indienreise gelangt und hast dort dich ins Ashram begeben mit Schweigegelübde und allem, was dazugehört. Und das war sozusagen Grundstein für ein CD-Projekt. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen von deinen Erlebnissen, die du dort hattest. Weil wir haben ja festgestellt, wie wir uns so ein bisschen unterhalten haben vorher, dass so ganz viele Parallelen zur jetzigen Zeit irgendwie zu beobachten sind dabei. Weil genau das, was passiert, wenn man sich eben zurückzieht und mal wirklich in sich hineinhört. Das ist ja eigentlich das, was wir jetzt als Musiker und Künstler ja mehr oder weniger zwangsläufig jetzt übergestülpt bekommen haben. Und ja, das Gefühl ist wahrscheinlich recht ähnlich. Erzähl mal. Ja, ich hatte dir ja neulich schon gesagt, also wenn man halt in Ashram oder in Kloster oder was auch immer geht, dann macht man das ja in der Regel freiwillig. Und die jetzige Situation, die ist ja unfreiwillig. Also da sehe ich also einen entscheidenden Unterschied. Ja, weil du bist ja selbst schon betroffen und weißt ja, wie es war am 1. März 2020 oder ein paar Tage später hieß es ja plötzlich, Veranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden. So, ja, und das, ja. Da waren wir alle gelackmeiert hier, die ganze Musikbranche, weil das sind ja nicht nur die Musiker, sondern auch alles, was dran hängt, dann noch na, die Leute, die halt hinter den Kulissen arbeiten und so weiter. Ne? Na ja, gut, so im ersten Moment war das ja, sage ich jetzt mal, so ein Schockmoment. Aber spätestens nach so ein paar Wochen, wo sich so der erste Schrecken gelegt hat, und jeder eigentlich festgestellt hat, es ist nicht gerade jetzt irgendwie übermorgen vorbei, hat es ja dann doch getickert. Also der ein oder andere ist dann aktiv geworden und hat versucht, halt sich nicht in dieses Fahrwasser zu begeben, sich da so der ganzen Sache so auszusetzen. Ja, mit der Maßgabe, dass man eben nichts unternehmen kann dagegen. Das ist halt so. Ja, immer so die Entscheidung, wenn ich an den Dingen nichts groß ändern kann, bringt es auch nichts, wenn ich mich groß drüber aufrege, sondern ich kann nur ja, irgendeine Handlung entgegensetzen. Das kam ja dann mehr oder weniger mit Projekten, die man neu begonnen hat oder einfach nach Möglichkeiten gesucht hat. Ja, was man selbst für sich persönlich halt aus der Situation ziehen kann. Jetzt frage ich mal so direkt, also außer dass du dir sicher Gedanken gemacht hast, ob alles, was du die ganze Zeit irgendwie so die ganze Zeit betrieben hast, ob das wirklich so das Ding ist oder wo du hin willst, wo du vielleicht nicht mehr hin willst. Du hast ja erst mal angefangen, dann Unterricht zu geben. Ja, ich habe schon immer Unterricht gegeben, nur musste dann halt von Präsenzunterricht eben auf Online-Unterricht umgestellt werden. Ja. Also ich meine, ich war zu der Zeit so gefrustet ja in dem März, dass ich gesagt habe, okay, dann durfte ja auch nicht mehr kein Präsenzunterricht mehr geben, dass ich gesagt habe, ich schmeiße alles hin. Also das war wirklich zu der Zeit so, ja.
Und dann habe ich, dann haben mich halt Freunde von mir, haben mir gesagt, mach irgendwas, mach mit dem Handy Klatschübungen mit deinen Schülern oder sonst was. Und Gott sei Dank habe ich das dann gemacht, habe ich mich darauf eingelassen. Also jetzt nicht Klatschübungen, aber ich habe mit WhatsApp mit meinen gesamten Schülern dann erstmal ja, Online-Unterricht gemacht. Mit WhatsApp-Videocall. Habe mich zu Hause hingesetzt mit meinem Practice-Pad. Und habe dann die Schüler unterwiesen. Und ich habe natürlich das dann auch ein bisschen weiterentwickelt noch dann. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, das war ja alles dann gezwungenermaßen. Ja. Und da bin ich froh, wirklich, also auch in den letzten Jahren, also auch unterrichtet zu haben, dass ich nicht jetzt vollkommen vom Nichts stehe. Ja. Aber Ja. das ist ja auch die Situation, dass ja eigentlich Musiker generell sehr breit aufgestellt sind. Das hatten wir ja jetzt auch so in den vorigen Gesprächen, habe ich das immer wieder gesehen, dass das aber letztendlich überhaupt nichts gebracht hat, ne? Weil er eigentlich so auf allen Kanälen plötzlich von einem Tag auf den anderen ja, tote Hose war und sich halt wirklich alles vorzugsweise online abgespielt hat, wo man vorher eigentlich wenig zugange war, ne? Ja, also ich habe das immer abgelehnt, also, oder was heißt abgelehnt? Also ich hatte einfach keine Lust drauf, Online-Unterricht zu geben, weil ich also doch eher das persönliche Verhältnis mag. Ja. Ich kenne das auch von meinem Studium her, also wie sich mein damaliger Lehrer um mich gekümmert hat, ja, und ist auch später dann eine Freundschaft entstanden und das ist einfach nicht machbar. Also beim klassischen Schlagzeug sowieso nicht, weil du kannst noch so eine gute Anlage haben. Also den Klang kannst du nicht über solche Medien übertragen, wie er also wirklich in natura dann ist. Ja. Ja, das ist klar. Also, es ist mit sehr vielen Kompromissen behaftet. Ich habe das ja auch schon gemerkt. Also, gerade jetzt im Unterricht, es hat Vorteile. Ja, also, so theoretische Dinge kann man natürlich schön vermitteln, weil man gleich irgendwelche Fundstücke im Internet teilen kann mit dem Bild und vielleicht das eine oder andere nochmal anschaulich erklären kann, weil man halt das Unterrichtsmaterial schnell parat hat, was man sonst halt ausdrucken müsste oder stundenlang in einem Ja. Ordner suchen. Das hat man halt jetzt auf dem Rechner, aber so akustisch gebe ich dir vollkommen recht. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, das halt sehr hochwertig zu übertragen, aber mal schnell über die Schulter gucken und was zeigen, das funktioniert eben nicht, ne? Und das jetzt muss ich Also noch es mal gibt fragen. schon Grund. Ja, es gibt schon große Verfechter vom Online-Unterricht, die sagen, das ist die Zukunft und was weiß ich. Und Ja. man kann es natürlich auch so sehen, ja, und ich bin auch froh, dass ich das dann irgendwie hingekriegt habe, das zu machen, ja. Online, also, aber ich muss immer noch sagen, dass ich einfach immer noch Präsenzunterricht favorisiere. Ja, das, so ist es halt. Und ja. Ja, nee, Aber gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt haben wir ja hier vom Dieter, vom Peter Reimer gerade hier einen kleinen Gruß gekriegt. irgendwas hat gebimmelt, irgendwas hat gebimmelt. Und der Bling. Frank schreibt noch, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Jetzt waren wir vorhin so ein bisschen ja, aus dem Ashram rausgekommen. Können wir ja gerade auch noch mal was dazu sagen. Ich hatte es ja schon so ein bisschen angedeutet, also wie du aus Indien zurückgekommen bist, ja, gab es ein CD-Projekt, ne? Du hast eine CD mit Eigenkompositionen komplett allein produziert, aber nicht allein insofern, dass du da allein Schlagzeug gespielt hast, sondern hast dir ganz viele tolle Gastmusiker ins Boot geholt. Ja, wie Ja. ist dieser kreative Prozess? Wie hast du das damals aufgenommen? Das ging ja relativ direkt nach dem Urlaub, ne? Hast du damit angefangen? Na, es hat schon noch, also 2 Jahre, glaube ich, in etwa gedauert, bis ich das dann
in Angriff genommen habe. Aber das hat schon länger in mir gebrodelt damals, dass ich halt einfach mal alles aufnehmen wollte, was sich im Laufe der Jahre angesammelt hat an Kompositionen und so weiter. Und ja, dann kam das, dass ein Bekannter von mir angeboten hat, wenn ich für ihn halt eine CD einspiele, dann stellt er mir sein Studio kostenlos zur Verfügung. Und da habe ich gesagt, mache ich sofort, abgemacht. Und dann habe ich halt mein Auto vollgeladen mit allen Instrumenten, die ich hatte, und habe dann halt bei ihm da 2 oder 3 Tage aufgenommen. So. Und dann habe ich aus dem Material, was ich dort dann aufgenommen hatte, habe ich halt mit Hilfe von Kollegen, habe ich dann letztendlich sagen wir mal, sinnvolles Œuvre da irgendwie dann erstellt. Und habe dann halt auch Duette gespielt. Also ich habe Marimba gespielt und habe mir dann halt verschiedene Duettpartner gesucht. Also Marimba mit Flügelhorn, das hat dann der Hans-Peter Salentin damals gespielt. Oder Marimba und Cello. Und da hatte ich halt eine super Cellistin aus Norwegen, die hat halt die Cellostimme gespielt. Und ja, so verschiedene Marimba-Stückchen, die ich dann halt auch dann als Das muss man ja Komposition vielleicht auch noch mal niedergeschrieben. für die Zuschauer so ein bisschen erwähnen. Also Schlagzeuger heißt ja nicht unbedingt, dass das ausschließlich alles Trommeln sind. Ja, also Schlagwerk ist ein großer Begriff. Da gehört ja Xylophon, Marimba, Ja. was gibt's noch? Vibraphon. Das gehört alles eigentlich zum Schlagzeuger dazu. Ja. Also die Leute, die eben Klassik studiert haben, die mussten halt, oder da ist das, gehört das halt zum Instrumentarium dazu. Also die Mallet-Instrumente oder Keyboard-Percussion, sagt man halt auf Englisch, gell? Oder Stabspiele, die ganzen Stabspiele. Stabspieler. Ich Die sind weiß nur, ich alle habe typisch vor kurzem ausgedrückt. habe ich ja ein Video von dir auf Facebook gesehen, wo du den Hummelflug, glaube ich, gespielt hast, ne? Auf Ach so, ja. Stimmt. War mal so ein spontaner Einfall, ja. Also es macht unheimlich Spaß, also auch als Schlagzeuger diese melodische Komponente zu haben, ja. Auch ich spiele auch sehr viel Marimba in meiner Freizeit, ja, und das macht mir also wahnsinnig viel Spaß, ja, und geht ein bisschen weg von der ausschließlich rhythmischen Komponente, ja. Ja, Ja, nee, dass wie man das. gesagt, das hatte ich dann auch erstmal wieder so auf dem Schirm. Hey, das fand ich wirklich cool. Du hast eine CD, hast du ja sogar irgendwie mit dabei. Meine CD, du meinst die hier? Die da, jawohl. Halt mal still, dass man das so erkennen kann. Komisch, dass sie gerade zufällig hier neben mir liegt. Das ist aber spannend. Ja. Also hier, Also ja, Spiritual das Journey heißt sie und die kann man wo ist. Ah, ja. bekommen? Ach, ich würde einfach sagen, alle, die zuschauen und dieses wirklich tolle Werk sich besorgen möchten, die sollen das doch ganz einfach mal hier ganz unkompliziert in die Kommentare reinschreiben. Ja. Also ihr habt es Ja, wie gesagt, gehört, ja, also wirklich eine tolle Platte. das ist halt noch ein, wie sagt man da, physischer Tonträger, oder wie heißt das Physisch, heutzutage? ja, es gibt noch, ja, es gibt eigentlich keinen großen Anlass, sowas zu streamen. Ja. Ich sage immer, Leute, holt euch was, was wirklich bei euch im Schrank liegt. Ja, also das hat sich auch vollkommen geändert, gell? Das sehe ich halt zum Teil an meinen Schülern, die so im jugendlichen Alter sind, die gar nicht mehr, also das, die gar nicht Ich mehr meine, wissen. für die Nutzer ist das ja natürlich eine super Sache, ja. Also du hast Zugriff eigentlich auf ja, einen ganz riesigen Fundus an Musikliteratur und kannst dir ja alles, worauf du Lust hast, kannst du dir ja sofort irgendwie anhören. Ja, musst keine CD kaufen oder irgendwas und hast ja diese überschaubaren monatlichen Kosten, aber ich weiß nicht, ich bin da gar nicht so drin, aber ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen über Pharrell Williams, was der irgendwie an Streaming
Honoraren bekommen hat oder Tantiemen für das Happy. Und ich weiß die Zahl nicht mehr genau, vielleicht hast du das irgendwie noch im Kopf. Also ich bin unter den Tisch gefallen vor Bestürzung. Also keine Ahnung, wer da dran verdient hat. Er war es jedenfalls nicht. Und das ist halt wirklich, ja, da muss man schon sagen, es ist zwar ein neues Medium, aber ich bin da jetzt nicht unbedingt ein Fan von den Abrechnungsmethoden, weil das wird den musikalischen Leistungen und dem ganzen Aufwand, der dahinter steht, wird das eigentlich nicht gerecht. Ja, klar, das sehe ich auch so. Das schade, das. Aber ich glaube, da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Die alten Zeiten werden wir, glaube ich, nicht mehr zurückkriegen. Wir haben hier gerade eine Meldung. Lieber Kollege mit einem tollen Tonstudio. Christian, grüße dich. Also, wir haben schon einen Kandidaten, der die CD haben möchte. Ja. Ja. Ja, wie Ja. gesagt, die CD habe ich halt noch, aber ich habe noch, glaube ich, jetzt 40 Stück oder so. Sind die letzten, die ich habe. Und ob es eine zweite Auflage gibt, weiß ich nicht. Ja, da wollen wir mal schauen hier, wie voll die Kommentare werden. Da arbeiten wir jetzt mal dran. Also, wenn die 40 weg sind, ist gut, eine werde ich noch behalten für mich selber. Ja. Aber. Ja, es war eine super Erfahrung, auch dieses Album fertigzustellen, ja, und das wollte ich dann auch mal wissen, wie das funktioniert. Und dann, als der Karton kam, ja, und ich dann die CD in Händen gehalten habe, da habe ich gedacht, Mensch, wie hast du das überhaupt hingekriegt? Irgendwie, das war natürlich unheimlich viel Arbeit auch, aber hat so ein halbes Jahr gedauert, würde ich mal sagen. Aber ich bin immer noch zufrieden damit und habe wenigstens meine eigenen Kompositionen mal auf Tonträger gebracht und das kann man sich auch selbst dran erfreuen. Hatte keinen kommerziellen Hintergrund oder so, ja, dass ich halt dann, was weiß ich, so und so viel verkaufen musste, um überhaupt da irgendwie einen gewissen Erfolg mitzuerzielen oder so. Das war mir eigentlich vollkommen wurscht damals. Ja, ich habe das nur aus künstlerischen Gründen sozusagen gemacht, ja, und hatte dann natürlich die Kosten irgendwann wieder drin, weil ich das ja ohne Plattenfirma gemacht habe, also selber ein Label gegründet habe und ja. Ja, das ist ja nicht so ganz ohne, ja. Also du hast ein Label gegründet und diese ganzen Aufnahmen, die wollen ja auch organisiert werden. Ja, wenn du da jetzt schon ein bestehendes Label dahinter hast, die das alles organisieren, du musst dann nur hinfahren, dein Instrument aufbauen, einspielen. Aber du hast ja im Prinzip ja die Titel geschrieben, da mussten Einzelauszüge wahrscheinlich her für die Musiker. Dass die auch irgendwie eine Vorlage haben und das musste alles zeitlich koordiniert werden. Also schon ein großes Projekt, sowas. Großen Respekt vor. Also ich habe auch versucht, einen Vertrieb zu kriegen und auch ein Label zu kriegen damals. Und dann habe ich überhaupt mal die Gesetzmäßigkeiten des Business kennengelernt. Ja. Da haben mir dann teilweise Leute gesagt, ja gut, wenn du jetzt eine CD machst, nur mit Gongs zum Beispiel oder nur mit afrikanischen Trommeln oder sowas, dann geben wir dir sofort einen Deal. Ja. Aber auf deiner CD ist eine verzerrte Gitarre drauf und beim anderen Stück ist eine Klangschale drauf. Das kann man nicht verkaufen. So, das habe ich dann teilweise zu hören gekriegt. Und ja, gut, wie gesagt, das war für mich nicht existenziell jetzt, dass ich jetzt diese CD mache und unbedingt verkaufen muss. Und dann habe ich gesagt, dann rutscht mir ein Buckel runter, so ungefähr, dann mache ich halt einfach ein eigenes Label. Und das war dann auch schon schwierig genug, dann mit der GVL und so, bis man erstmal diesen Labelcode kriegt, das ist ja auch nicht so ohne. Ja, das dauert ja irgendwie ewig und ist sehr schwierig, aber es hat dann geklappt und dann war ich zufrieden. Mega, finde ich wirklich klasse. Also wie gesagt, Spiritual Journey und der Christian schreibt gerade, wir nehmen eine Volume 2 auf. Ja, genau. Ob ich mir das die Arbeit nochmal antue, das weiß ich auch nicht, aber
Ja, Christian ist natürlich ein sehr fähiger Mann, also der würde dann sicher einen super Sound machen. Ja. Jo, auf jeden Fall. Aber ja, jetzt also mit dem Ashram, ich glaube, das ist einfach, das ist ein Thema für sich wieder mit dem indischen Ashram, gell? Also das sind wieder ganz, ganz andere Dinge, die da eine Rolle spielen und ja. Ja, im Moment ist ja die Situation so ein bisschen gespalten. Ja, die einen, die sagen jetzt geht's bald wirklich wieder los. Die anderen sagen, na, das ist ein stetiges Hin und Her. Ich habe hier im Moment jetzt noch keine Lust, irgendwas zu planen, weil man kann sich nicht so richtig drauf verlassen, ob das dann wirklich so stattfindet oder nicht gleich wieder umgebogen wird. Du bist ja so ein passionierter Mountainbiker. Ich glaube, das ist ganz gut, irgendwie mal so eine Beschäftigung hat, um einfach mal abzuschalten und raus in die Natur und einfach mal durch die Wiesen und Hügel zu fahren. Ja. Wie würdest du denn jetzt so selbst die Situation beurteilen? Richtest du dich jetzt selbst irgendwie drauf aus, dass sich diesen Sommer noch was tut? Oder bist du im Moment mit deiner Planung vollkommen online orientiert und sagst, ich lasse es mal kommen? Was würdest du denn jetzt gerade Kollegen empfehlen, wie sie planen sollen, wie sie denken sollen, wie sie mit der Situation jetzt umgehen? Ja, das Planen, das findet überhaupt nicht statt, also zumindest bei mir nicht, ja, Hm. weil man ja nicht ins Blaue hinaus planen kann. Also weiß ja keiner, wie die Pandemie weitergeht. Ja, also man kann letztendlich, also das, was ich mache, ist mehr oder weniger abwarten. Ja. Weil ich weiß nicht, ob im Sommer wieder Veranstaltungen stattfinden oder nicht, oder im Herbst oder das kann ja im Moment kein Mensch so genau sagen. Ne? Also so schätze ich das jetzt ein, ja. Naja gut, du hast ja jetzt im Moment, hast du ja, also nicht im Moment, aber vor der ganzen Situation hast du ja im Sinfonieorchester auch gespielt und hast Gala-Gigs gespielt, du hast aber auch Club-Gigs gespielt, also eigentlich all das, was mit Publikum halt stattfindet. Ja. Und ja, im Studio läuft auch nicht sehr viel, ja. Also man kann sich ja im Studio nicht unbedingt jetzt mit größeren Ensembles oder Bands treffen und da was einspielen. Geht ja im Moment auch nicht. Das heißt, es ist ja Wartestellung. Ja, letztes Jahr im Sommer habe ich ein paar Studio-Sessions gespielt, ja. Da war das dann auch in verschiedenen Räumen und also jetzt, was weiß ich, mit 5 Mann in einem Raum, das war ja in der Tat verboten. Aber mit Schlagzeug, ich spiele ja zum Teil auch einzelne Schlagzeugtracks ein, ja. Und da sitzt dann der Tontechniker in einem Raum und ich sitze im anderen Raum und das geht ja. Aber als Band halt natürlich nicht. Ne? Also es ging so einige Sachen gingen ja, aber ob im Studio oder live, das war halt in ganz reduziertem Umfang halt möglich. Und ja, eigentlich nicht das, was man so kennt und gewohnt ist. Ja, eigentlich so auf Sparflamme. Ja. Jetzt muss ich noch mal zurückschauen. Wir sind ja hier schon jetzt kurz vor Schluss. Was mir aufgefallen ist, wenn man sich so deine ganzen Bandprojekte mal ja mal so durchschaut, was du alles schon gemacht hast, sind da ja alle Stilrichtungen dabei. Ja, da ist Funk dabei, da ist Soul dabei, da ist Gala dabei, da ist Deutschrock dabei, da ist ich habe da noch ein schönes Bildchen, fällt mir übrigens ein, wo wir mal ein schönes Projekt hatten. Jetzt pass auf, deutsche Schlager aus den Ah. 40er und 50er Jahren. Sehr geil. Ja, die Fotosession war gut. Kann ich mich noch erinnern, ja. Tja. Sehr gut. Ja, also wirklich.
Ein sehr flexibler Kollege. Wenn du jetzt so ja, über die ganzen Jahre guckst, welche Stilrichtungen waren noch nicht dabei, was würdest du denn gerne noch machen, wenn du jetzt sagen könntest, ich habe einen Wunsch frei? Naja, das kann ich, glaube ich, nicht so ohne weiteres jetzt beantworten. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich dich da jetzt auf falschen Fuß erwischt? Nee, aber so generell, wenn du jetzt sagen könntest, wir lassen jetzt mal die ganze Situation außen vor und sagen jetzt einfach mal so, ja, du hast einen Wunsch frei, einen großen musikalischen Traum, den du noch erfüllen möchtest, hast du doch bestimmt eine Idee dazu. Ja, dann würde ich vielleicht doch irgendwie so ein bisschen zum 80er-Rock irgendwie mal so, zum 80er-Rock, würde ich sagen, Ja. ja. Okay. Oder vielleicht doch Volume 2 von Spiritual Journey. Ja, das würde dann sicher komplett wieder anders werden, aber naja, man kann ja immer irgendwo Ideen aufnehmen und so weiter und das ist ja auch, vielleicht ergibt sich ja mal wieder so ein Projekt. Ja, gut sein. Ja, wäre cool. Also es ist alles super spannend, was du machst, ja, und ich hoffe natürlich auch sehr, dass wir hier die Kurve kriegen und ja, so das ein oder andere demnächst wieder möglich ist und nicht nur so auf Sparflamme, weil auch alle Clubs, alle Veranstalter stehen ja quasi in den Startlöchern und sind ja so mehr oder weniger mit ihren Ressourcen am Anschlag, muss man schon sagen, und warten alle auf ein Zeichen. Ich schaue jetzt gerade noch mal in die Runde. Habt ihr denn jetzt noch an den Dieter direkte Fragen? Ich schaue mal ganz einfach, wer sich hier noch so gemeldet hat. Ach, wer ist denn da hier? Mein Namensvetter. Ah. Servus, Danny. Und ja, Frank hat auch noch mal reingeschaut. Sehr schön. Ja, was steht da? Kann ich nicht lesen. Jetzt habe ich es weggeklickt hier, jetzt ist es fort. Egal. Ich sehe leider nicht das, was du siehst, glaube ich, ne, mit der Live. Wer da wie, wo, wann was geschrieben hat oder zugeguckt hat oder so, kann ich leider nicht sehen. Nee, das gebe ich mir hier ganz alleine. Also, nee, war ja keine Frage. Jetzt habe ich es wieder offen. Jetzt. Also, ihr Lieben, ich freue mich jedenfalls, dass ihr alle zugeschaut habt und dabei wart. Und ja, was soll ich sagen, Dieter? Es war ein super schönes Gespräch. Hab mich sehr gefreut, dass du hier Gast warst und dass wir mal so ein bisschen wirklich plaudern konnten. Also manche Dinge, die wusste ich auch noch nicht. Und ich fand es super, super spannend. Vielen Dank. Danke Und auch. ich grüße nochmal in die Runde. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Und wie gesagt, danke Dieter und schaut nächsten Samstag wieder rein. Tschüsschen. Tschüss.